Hallo du. Na, du hast es jetzt bis zum dritten Video geschafft beim Jahresabschluss. Hier geht es um den Abschluss der Bestandskonten. Zu Beginn nochmal die Reihenfolge wie am Anfang jedes dieser Videos. Abschluss der Erfolgskonten, das hast du bereits geschafft. Auch das Video zum Abschluss des Gewinn- und Verlustkontos hast du dir bereits angesehen. Und du weißt, die Reihenfolge bleibt immer gleich. Der Abschluss der Bestandskonten ist das letzte Steinchen hier auf diesem Weg und darum soll es nun in diesem Video gehen. Hier geht es um den Abschluss der Bestandskonten. Auch hier am Anfang des Videos eine kleine Wiederholung. Du kannst dich noch erinnern, am Anfang des Jahres wird immer eine Bilanz aufgestellt, auch am Ende. Am Anfang nennt man die Bilanz Eröffnungsbilanz, am Schluss eben Schlussbilanz. Die Bilanz zum Anfang des Jahres hat auf der Aktivseite die aktiven Bestandskonten und auf der Passivseite die passiven Bestandskonten. Nun verändern sich aber über das laufende Jahr hinweg verschiedene Posten, dadurch, dass Geschäftsfälle passieren. Und man kann aber nicht in die Bilanz die ganze Zeit reinschmieren, das würde ja ein Chaos geben. Und deshalb hat man die Bilanz aufgelöst und zwar in einzelne T-Konten. Auf der Aktivseite siehst du hier ein paar Beispiele und auf der Passivseite siehst du auch ein paar Beispiele. Das könnten Konten sein, die eben als Bestandskonten auf den jeweiligen Seiten vorkommen. So, nun müssen am Ende des Jahres, da wir eine Bilanz wieder erstellen wollen, auch diese ganzen Bestandskonten abgeschlossen werden. Und dafür benötigen wir ein neues Konto, und zwar das sogenannte Schlussbilanzkonto. Verwechsel den Begriff bitte nicht mit der Schlussbilanz. Das Schlussbilanzkonto nimmt jetzt alle Schlussbestände der aktiven Bestandskonten auf der Sollseite auf und alle Schlussbestände der passiven Bestandskonten auf der Habenseite. Und dann ist es die Aufgabe des Schlussbilanzkontos, daraus eine Bilanz zu erstellen. Das heißt, alle Bestände werden gesammelt und am Ende ergibt sich aus dem Schlussbilanzkonto ganz einfach die Schlussbilanz. Wenn ihr Übungsaufgaben zu dem Thema mal macht, werdet ihr das recht schnell sehen, dass das Schlussbilanzkonto von den Beträgen her komplett identisch ist mit der Schlussbilanz. Aber im Schlussbilanzkonto stehen eben nur die Gegenkonten mit ihren Abkürzungen drin. Die Schlussbilanz hingegen ist wieder schön sauber ordentlich gegliedert mit Unterpunkten, mit den Überpunkten auch Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Fremdkapital. Das heißt also, aus dem Schlussbilanzkonto kann ganz einfach durch eine richtige Gliederung wieder die Schlussbilanz erstellt werden. Und wie genau nun der Kontenabschluss der einzelnen aktiven und passiven Bestandskonten ausschaut, das sehen wir uns jetzt an. Hier am ersten Beispiel an einem aktiven Bestandskonto. Ich habe mir das Konto Kasse rausgesucht, das ist ein völlig beliebiges Beispiel. Und hier könnten diese Beträge, die du siehst, die könnten passiert sein im laufenden Jahr, diese Eintragungen auf dem Konto. Und ich habe dir auch wieder aus den ersten beiden Videos hier den Ablauf für den Abschluss eines T-Kontos reinkopiert. Aber auch diesmal werden wir da ganz zügig schon drüber gehen. Wir fangen wieder an, welche Kontenseite ist die wertmäßig größere? Das ist die Sollseite mit 2500 Euro. Wir ziehen dann wieder Summenstriche. Hier wissen wir schon, dass wir noch ein bisschen Platz freilassen müssen, da auf keiner Seite mehr Platz ist. Die 2500 Euro werden übertragen. Und jetzt sehe ich, dass auf meiner Habenseite insgesamt 200 Euro bisher zu Buche stehen. Also habe ich meinen Saldo von 2300 Euro, der die Lücke füllt zwischen den 200 Euro auf der Habenseite und den 2500 Euro auf der Sollseite. Und aus der Folie vorher weißt du nun auch schon, auf welches Konto das Konto Kasse abgeschlossen wird, und zwar auf das Konto SBK, auf das Schlussbilanzkonto. Das ist also mein Gegenkonto hier an der Stelle. Wir fügen noch Abschlussstriche bei und die Buchhalternase und dann schauen wir uns an, was auf dem Konto SBK passiert. Dieses Schlussbilanzkonto nimmt also alle aktiven Bestandskonten auf der Sollseite auf. Das heißt, mein Schlussbestand aus dem Konto Kasse wird nun auf die Sollseite des Kontos SBK übertragen. Gegenkonto ist das Konto Kasse. So, das kannst du dir auch wieder merken, aus zwei Gründen. Einmal, wenn du dir immer merkst, dass das Schlussbilanzkonto auf der Sollseite alle aktiven Bestandskonten aufnimmt, dann weißt du schon, wo es hingehört.
Und der zweite Grund wieder aus unserer Buchungssystematik, das Konto Kasse ist bereits auf der Haben-Seite berührt worden. Das heißt, das zweite Konto, was beteiligt ist, muss auf der Soll-Seite berührt sein und deswegen ist das Konto SBK auf der Soll-Seite hier berührt mit dem Schlussbestand 2.300 Euro. Diese Punkte, die du hier siehst, stehen nur dafür, dass das Konto SBK natürlich wesentlich mehr Konten insgesamt noch aufnimmt. Das hier ist ja nur ein Beispiel. Hier sind alle anderen Aktivkonten auch noch enthalten auf der Sollseite des Kontos SBK. Der Buchungssatz dazu, auch hier kannst du schon wieder eine Regelmäßigkeit dir merken. Bei allen aktiven Bestandskonten ist der Abschlussbuchungssatz immer identisch, und zwar immer SBK an Aktivkonto, hier in dem Fall Kasse. Also SBK an Kasse 2.300 Euro ist der Buchungssatz für dieses konkrete Beispiel. So, und dann gibt es aber auch noch natürlich passive Bestandskonten. Hier siehst du, wir sind jetzt bei diesem dritten Video, bin ich jetzt noch etwas schneller vorgegangen. Da habe ich dir das Konto Verbindlichkeiten nun sogar schon abgeschlossen. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, auf der Habenseite war der wertmäßig größere Betrag insgesamt mit 11.000 Euro. Diese Summe wurde unten übertragen auf der Habenseite und rübergeschrieben auf die Sollseite. Dort stand leider nur ein Eintrag mit 4.000 Euro, das heißt, es ergab sich eine Lücke mit 7.000 Euro, das ist mein Saldo. Mein Gegenkonto ist SBK. Und da schauen wir uns jetzt an, wo es aufgenommen wird. Alle passiven Bestandskonten finden sich im Schlussbilanzkonto auf der Habenseite. Das heißt, mein Saldo von 7.000 Euro wird hier auf diese Seite übertragen. Gegenkonto ist Verbindlichkeiten. Und auch da, ich wiederhole noch mal ganz kurz, merke es dir aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal, auf dem Konto SBK tauchen alle passiven Bestandskonten auf der Habenseite auf. Das kannst du dir merken, das kannst du lernen. Oder du schaust dir wieder die Buchungssystematik an. Das Konto Verbindlichkeiten wurde auf der Soll-Seite berührt, also muss das Konto SBK auf der Haben-Seite berührt werden. Der Buchungssatz zu diesem Abschluss des passiven Bestandskontos Verbindlichkeiten lautet dann Verbindlichkeiten an SBK mit dem Betrag von 7.000 Euro. Auch hier kannst du dir jetzt bereits merken, dass die Buchungssätze immer in dieser Reihenfolge ausschauen. Das wirst du gleich auch nochmal sehen in der Übersicht. Hier nur ein ganzes Wort, ein kleines Wort noch zum Schluss. Das Schlussbilanzkonto nimmt natürlich relativ viele Beträge auf. Auf der Soll-Seite alle Aktivkonten und auf der Haben-Seite alle Passivkonten. Und auch das Schlussbilanzkonto wird am Ende abgeschlossen. Allerdings ist es überhaupt nicht kompliziert, denn wenn du im Verlauf des Geschäftsjahres alles richtig gemacht hast, dann wird die Sollseite des Schlussbilanzkontos wertmäßig genauso groß sein wie die Habenseite des Schlussbilanzkontos. Und insofern kannst du die Kontensummen auf beiden Seiten einfach hinschreiben, ziehst die Summenstriche, die Abschlussstriche, bei Bedarf eine Buchhalternase und damit ist das Schlussbilanzkonto am Ende auch abgeschlossen, ohne dass irgendeine Buchung stattfinden muss. Das ist für dich bei Übungsaufgaben immer eine sehr gute Kontrolle. Nur wenn dein Schlussbilanzkonto am Ende Soll- und Habenseite gleich groß anzeigt, dann hast du in einem gesamten Geschäftsgang, der sich über ein ganzes Geschäftsjahr erstreckt, alles richtig gemacht. Aus diesem Schlussbilanzkonto wird am Ende dann noch die Bilanz erstellt. Das habe ich dir bereits gesagt, wie das funktioniert. Alle Beträge werden in die Schlussbilanz übernommen. Es wird noch eine saubere Gliederung wieder dazu geschrieben. Die Konten nicht so, wie du es hier siehst, mit den Abkürzungen, sondern ausgeschrieben, so dass halt eine schöne, ordentliche Schlussbilanz am Ende herauskommt. Und das war es dann auch mit dem Jahresabschluss. Hier noch einmal kurz für dich zur Übersicht die Buchungssätze zum Abschluss der jeweiligen Bestandskonten. Die aktiven Bestandskonten immer SBK an aktives Bestandskonto, die passiven Bestandskonten immer passives Bestandskonto an SBK. Und das soll es insgesamt zum Jahresabschluss nun auch gewesen sein. Du hast alle drei Videos hinter dich gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die Übungsaufgaben funktionieren dann auch ganz gut. Bis bald.